Munition, 9 erotisch. Geilen Reaction. Wir hatten uns das erste Video von Hell Aaron und Mia Julia angesehen im Livestream. War ganz cool auf jeden Fall. Die Roomtour wäre, glaube ich, noch witziger, weil ich glaube, das kann Aaron am besten. Und dann würde ich sagen, lasst mir ein Abo und ein Like da. Vielleicht auch einen nassen Kommi. Und Video, Originalvideo ist unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, ab dafür gehört euch, Digga. Du kannst aber hier, es ist doch, es weißt du ist schon, doch, also hier bei dir perfekte Höhe, ja? Hier so sein, ja? Hier in dieser Digga. Höhe kannst du so sein. Digga, was sehe ich da jetzt schon wieder, Digga? Das sind die ersten 6 Sekunden. Gott bewahre mich, Hilfe. Es ist super. Hier kannst du in der Mitte sein, alle um dich rum. Hallo, Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu okay. einem neuen Video. Wir schauen heute. Das ist hoch. Wie mal ist da? Mia, Julia? Yay! Mal ist da, Digga, hoch. Wohnt! Ey, boah, wie. Wie Schlagerstars haben wir das moderiert. Hey, Aaron. Meine Lieben, wir sind jetzt hochgekommen bei Mia Julia. Wie groß das ist. Nicht nur ich. Ha! Kommt mit dem Fahrstuhl, man fährt mit dem Fahrstuhl direkt in die Butze. Ja, also direkt mit dem Fahrstuhl in die Butze, das haben auch nur die extrem reichen Leute. Aber wenn ich schon das Corona 0,0 da unten auf dem Boden sehe, da ballert es mir schon mehr Gehirnzellen raus. Wie kann man die Scheiße saufen? Also, Digga, es ist eine Bodenlosigkeit. Nun mal das Corona-Beste. Bitte, ich will eine Partnerschaft mit euch. Direkt in die Butze. Da. Ich trinke euch und bewerbe euch in dem Stream. Unten steht nur Pfand, da haben Boah, wir gerade ja, diskutiert. Weißt du, er wollte schon. Das ist lieber. Aber ich spezi kistenweise. Weil. Nein, wir waren das ist nie doch. zu Hause, dann haben wir immer neu bestellt. Dann hat Flaschenpost die Pfand nicht abgeholt. Die haben einfach gesagt nein. Und dann wurde es immer mehr. Du hast hier, du trinkst gern Spezi. Ja, ich liebe Spezi. Das ist ja dein Malle-Hit, oder? Also da, das war so mein erster. Das war 2015. Ja. Kam das. Nee. Doch. Ich habe mir die Songs angehört, weil ich mit Marc darüber getalkt hatte. Oder das Video auch schon gesehen hatte. Und ich muss sagen, meine Songs sind null, Alter. Wirklich? 2014 waren wir bei Big Brother und 2015 ist der dann rausgekommen. Wie war Big Brother damals für dich? Wichtig, nicht wichtig in der Karriere? War auf jeden Fall ein Dosenöffner. Hier ist ein Gäste-WC. Gehst du hier eher Kaki machen? Mädchen machen kein Kaki. Ah, Mädchen machen kein Kaki. Nein, Mädchen okay. machen kein Kaki. Okay, habe ich das auch gelernt. Aber so habe ich mir das vorgestellt. So, ja, so sitzt man Ach, hier du als benutzt Gast. Es nie? Nein. Ich bin hier tatsächlich selten. Also, wir haben noch im Büro eins und dann bei mir hinten noch eins. Ach, guck mal, die Electric Callboys, die sind mal bei uns im Kiosk aufgetreten. Super Typen. Ja, die sind süß. Genau. Was ist da so drin? Ah, die Electric Callboys, die hießen auch. Ah, die hießen immer Eskimo Callboy. Ah, genau. Na, eben, vielleicht ist es ja irgendwas ja, Spannendes. Jacken Ach, ja, und das Schuhe interessiert und wirklich nicht. Schal und hier mein Sauferhau Schuhe. Eine Rümpelkammer Welche des Schuhgröße Tod. Hast du? 36. Oh, können wir für die Fußfans mal deine Füße aufnehmen, wenn du schon barfuß rumläufst? Warte, dann wenn die sauber pack. Sind? Ja. Direkt Digga. Packt mehr. Ich kann nicht mehr. Dass sie auch so ein Bullshit mitmacht, finde ich aber geil. Das ist das Schmollzimmer. Was ist das Schmollzimmer? Ja, wenn man schmollt, dann kann man auf die kleine Couch rübergehen und dann ist einer hier und einer schmollt. Schaut ihr euch auch? Das Schmollzimmer, nicht schlecht, oder? Nein. Aber was Doch, ist denn das also, für eine Gangbang-Couch? Ja, du sagst es, das ist die Gangbang-Couch. Deswegen die ich Größe. Ich glaube, du hast eine große Klappe, hier war noch nie ein Gangbang drauf. Ich stehe jetzt mal wieder auf. Bruder, zu geil. Also du kannst jetzt so, warum hast ja, du man so lacht. Gezeugt? Also ich meine, ich mache die ja immer sauber und so, aber irgendwo in welche Ritzen ist bestimmt noch was übrig, ja? Ich muss sagen, warte, das bringe ich her. So habe ich euch optisch kennengelernt. Das muss man ein bisschen abstauben hier. Peter ist ja auf einmal der Einöhige geworden, aber so saht ihr damals aus. Ja. Plus minus paar Jahre. Plus minus, ja, das ist ungefähr Plus. 14 Jahre her. Boah. What? Holy. Marzahn lässt grüßen. Mhm. Wie alt warst du denn da? Minderjährig auf jeden Fall. Ah, hättest du sie so angesprochen? Nein! Nein! Nein. Ich war 17. Nein! Doch? Ich war 17. Das war das erste Shooting, eigentlich so ein bisschen freizügiger für meinen Ex-Freund damals. Wie heißt der? Sagen wir den Namen? Ich muss gerade überlegen. Digga, disrespect. Das war der Erotik Award 2010. Genau, das war mein erster Award. Ist das der Venus Award oder war das irgendwas nee, anderes? Nee, das ist bei der Venus dieser Aerofame. Weißt du, diese Nebenveranstaltung da? Ja. Der von den Fans gewählt wurde. Das ist nicht der einzig wahre. Erotik Lounge, das war so ein Dingens von Fans auch. Ja. So ein Voting. Was haben wir denn hier? Platz 2, der Beste vom Besten 2012. Palmstrandradio. Ja. Also das ist so ein bisschen der Oscar der Musikpreise, nee, oder? Nee, ist es nicht, aber es war einer der ersten, darum möchte ich nicht wegschmissen, das war ein Geschenk. Was ist hier, Peter das war ein und... Geschenk, okay, das war alles Geschenke.
Das ist zur Hochzeit ein Geschenk gewesen. Oh, das ist aber ein schönes. Ja. 30.05.2009. Sollte mal abstauben. Nee, achte du das. Die dann 3 Millionen Awards. Quadratmeter haben aber keine Putzfrau, wa? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe keine Putzfrau. Warum nicht? Weil ich das nicht mag, wenn jemand so mit meinen Sachen rumwühlt. Machen wir aber gerade. Okay, das fühle ich aber eine fremde Person allgemein im Haus. Eine Haushälterin, eine Putzfrau, sowas wie Monte heute hat, Agatha, wäre gar nichts für mich, Alter. Könnte ich minus 10. Ich war so, ja, aber da schaue ich jetzt, was du anfasst und dann kann ich die Finger wegschlagen. Okay. Der hässlichste Schrank auf Erden, ne? Ja, das habe ich schon im anderen Video gesehen, das ist eine Bodenlosigkeit. Diese, ich habe keine Jacke, ich finde meine Jacke nicht. Die anderen Jacken sind auf Mallorca. Digga, jetzt gehen wir mal rein in den Bums. Guckt euch das an, Digga. Ich wollte eigentlich so einen schönen begehbaren Schrank, aber ich habe es nie hingekriegt und jetzt. Ja, schön, schön, schön voll, Alter. Das ist so richtig ramschmäßig. Was gehört denn Peter? Die Ecke hier und das hier? Das hier ist Peter und das hier ist Peter. Der Rest ist alles meins und die andere Hälfte liegt auf Mallorca. Ich muss sagen, die hat irgendwie übelst die interessante, schöne Stimme. Du hast eine riesen Couch hier und du hast auf der Couch einen sehe ich gerade. Ja, das ist der beste überhaupt. Ah. Den habe ich auch selbst. Wenn ich jetzt Peter wäre, wäre ich ein bisschen traurig nach dieser Aussage. Aber ja, naja. Aber Peter kann da drüber stehen, weil seiner ist nicht ganz so dick. Nicht ganz so dick. Und halt auch nicht so flauschig. Oh mein Gott! Und vor allem hat er eine Vorhaut. Er hat halt wirklich. Das müssen wir alles pixeln, das werden wir niemals Vorhaut. Auf YouTube zeigen. Warum? Das ist doch ein Kuscheltier. Ja, nee, das ist mir mein Kanal nicht wert, wegen einem Kuscheltier-Penis, den du in der Hand hast und hier an den Mund hältst. Digga, wo bin ich hier? Auch bei Gamescom lief auch einer rum mit so einem riesen Penis-Kuscheltier, Alter. Da dachte ich mir auch so, hoi. Jetzt meinen Kanal zu verlieren. Was willst du noch sehen? Es ist echt nicht so spektakulär. Wo ist denn der Kühlschrank? Was ist da, was? Aber da ist nichts drin, weil wir waren ja nicht da. Red Bull? Wir haben jetzt so vorhin gerade bei Pepper? Flink Getränke und bestellt Spezi. Für euch. Und Spezi. Ah! Und hier unten Pizza? Da ja, ist das halt schon. Gefrorenes. Ja. Ne? Wie es halt meistens ist. Kannst du kochen? Kommt drauf an, was. Ich kann aber eher backen. Aber könntest du mir jetzt so ein schönes Schnitzel mit Bratkartoffeln Schnitzel machen? Schnitzel geht tatsächlich. Nein. Schnitzel geht! Digga, Peter im Hintergrund, nein! Das ist doch schlimm, wenn du es nicht kannst. Beste Mann, ich liebe ihn, Digga. Übelst sympathisch, beide. Ich aus Bayern kommen, darum wie Schnitzel krieg ich hin. Wie bist du eigentlich? Du bist hier überall. Das ich will ich nicht. Ich habe erst der ein Peter Bild von so. Peter gesehen. Der Peter hängt mich überall hin. Überall. Und ich hängt der Peter unangenehm. Dich auch hier manchmal hin? Ja. Nee, er und so. Ui. Unsere Gäste. Peter ist nicht so der... Der mich dominiert. Das ist so. Nee, das ist für die Oberschenkel. Also, dann hängst du den Kopf über. Das hier ist extra auf meine Größe. Wenn ich High Heels anhabe, passe ich hier perfekt rein. Okay. Das hier ist für die Oberschenkel und das hier ist für meine Füße. Also für hier so. Das ist für meinen Mund, damit ich die Fresse halte. Das ist für meinen Hals. Das, damit kann man mich durch den Boden, über den Boden schleifen. Und darauf stehst du alles? Ja, wenn es der richtige Spielpartner ist. Wie wird man denn der richtige Spielpartner? Ja, für so ein Spiel musst du schon dominant sein, weil sonst... Digga, dass auch 90% der Wohnung verpixelt ist da unten, Digga, was ist das denn, Alter? Du hörst wenn, jetzt auf mich! Wenn, schau, mit dir würde es zum Beispiel nicht gehen, warum? Ja? Warum? Weil du nur Faxen machst und ich würde einfach die ganze Zeit diesen Ball auskotzen und vor lachen. Und jetzt... Okay, hey, Aaron, Digga, der Typ wäre schon funny, wenn er sowas machen würde. Jo, und erstmal, oh, wie heißt der scheiß Likör von Aaron, Alter? War auch noch so ein Ding. Habt ihr einfach hier in der Ecke dann nochmal eine Schatztruhe? Scheiße. Ja, da ist mein Sexspielzeug drin. Da ist ein Sexspielzeug? Ja, aber die ist nicht aufgeräumt. Da ist doch niemals sein. Doch. Also andere haben eine Kiste, ich weiß, ich habe eine Truhe. Okay, das ist aber cool, Digga. Schlafst du mal zu? Das Ding ist. Ist echt eine coole Idee mit der Schatztruhe. Es riecht immer so eklig nach diesem Gummizeug. Krass! Die müssen hier komplett pixeln. Ist das dieses Bumsgerät? Ja, das ist die Maschine. Wie ist die so? Tatsächlich gar nicht schlecht. Wirklich? Ich mag den hier gerne. Was ist an dem so toll? Na, der knallt halt. Also den kannst du da kannst du drauf sitzen, Fernseh schauen und dann kommst du halt irgendwann. Wie lange? So. Sorry, ich muss so... Multipler Orgasmus kannst du machen, wie lange du willst. Wie lange nutzt du das denn? Weiß ich nicht, wie lange ich kommen kann. Bestimmt ein Orgasmus, viele Stunden. Wirklich? So lange? Ja, ein multipler Orgasmus halt. Ja, kenne ich. Übrigens hast du hier was ganz Wertvolles. Das sind unsere Speisekarten aus unserem Restaurant vor wie vielen Jahren? Shooters. Digga. Erinnert mich an irgendeine Marke aus den USA. Nee, das ist Hooters. Wir haben uns nachgemacht. Das ist Hooters. Das ist die Speisekarte gewesen. Richtig geil. Aber sorry, alleine schon dieser Burger. Der, dieses nein, Bild nein, vom ist Burger, hässlich. Warum der Laden nicht das geklappt ist. Das ist hässlich. Nein, das ist hässlich. Unsere Burger waren so groß, so dick und wirklich, wir waren jeden Tag, man es war erkennt richtig groß. Aber schon von damals zu heute eine Präferenz bei den Bildern. Digga, wo wurde ich hier? Warum hast du damals nicht sie mit drauf gemacht? Das ist, weil ich da noch kein Mensch war, der interessant war.
Siehst du, hätte man heute schon gar nicht mehr so nennen dürfen. Ja. Gott sei Dank. Ich will die Videos irgendwie unzensiert sehen. Web, hey Aro macht irgendwie ein Patreon oder so. Bitte, ich will das unzensiert sehen. Ich will wissen, was da jetzt draufsteht, Alter. Ball und lauter solche Dinger. Was war der Ball war, warte. Das weiß ich nicht mehr. Jägermeister, Blue Carousel und Red Bull. Okay. Also und wir. Hot, also lauter perverse Namen. Da wusste man schon, wir kommen aus dem Swingerleben. Hier, wer hat damals gesagt, ey, lass zum ersten Mal swingen gehen? Du? Ich. Warst du direkt dabei oder hast du gedacht? Nee, also sie hatte mir irgendwann mal erzählt, dass sie ihr erstes Mal mit einer Frau hatte, sie würde gerne wieder. So, dann gesagt, das ist ja blöd. Ja, dann gehen wir mal ins Swingerclub. Dann haben wir noch so eine irgendwie schlechte, kein Hate, aber so eine wirklich schlechte RTL-Doku gesehen über den Swingerclub. Und so, dann haben wir gesagt, so. RTL 2 nachts, glaube ich, am ihn, Digga. Dann machen wir das, hat sie mich gefragt, warst du schon mal? Ich habe gesagt, ja, ich war mit meiner Ex schon mal. Und er hat gesagt, ja, warum machst du das mit mir nicht? Ich so, ja, lass uns mal ein bisschen länger zusammen sein, mal gucken. Okay. Und dann hat sie jede Woche nachgehakt und wollte immer wieder da rein. Ja, und dann sind wir da reingegangen und seitdem sind wir da hängen geblieben. Okay. Swinger for life. Wie ist es mit Eifersucht? Also wenn Peter eine andere hops nimmt oder also, so? Wir sind sehr eifersüchtige Menschen, wenn uns jemand was wegnehmen will. Aber im Sex nimmt dir keiner was weg. Ja. Das ist nachher bleibt alles ja da. Ja, fühle ich eh, Digga. Digga, ich sag dir so, es ist, mir ist das doch so Jacke, über Sex ist Sex, Digga. Und guck mal, also ich bin da extrem offen, Digga. Ne? Du musst es ja nicht mit nach Hause. Also, wir sind beide sehr eifersüchtig und ich würde diesen Menschen, und das ist meine Familie und das Wichtigste in meinem Leben, würde ich teilen. Das Ding ist ja, ich bin ja. Weil für mich gibt es einen Unterschied zwischen Sex und Liebe, I mean. Kein Radiergummi, weißt du, es nutzt sich ja nicht ab, es ist ja trotzdem noch da, es ist ja einfach nur Spaß. Und also Herz ist Herz und Spiel ist Spiel und das unterscheiden wir einfach krass. Wie viele Leute sagen dir, ey, ich will mitzwingern? Viele, aber die haben natürlich keine Chance. Wenn ich das jetzt so sehe, das Badezimmer habe ich gesehen, jetzt kommt noch Schlafzimmer. Wie viele Quadratmeter sind es? 209. 209, natürlich braucht man zu zweit, das ist ja wichtig. Besonders das war aus Versehen und das ja, Ding ist, Versehen, nein, das Ding ist, ich hatte die Couch schon, also wir hatten die Couch schon. Welches armes Umzugsunternehmen musst du das ertragen? Ja, tut mir auch leid, aber wir haben sehr viel Trinkgeld gegeben. Warte, okay. Direkt. Also 290 Euro rechnen. Diese Couch. Jetzt zahlt man mindestens zwischen 4 und 5.000 Euro Miete. Über Miete redet man nicht. Also mehr. Geil. Okay, ist die Couch von... Nein, aber... Napoleon und sehr viel wert? Nein, aber die ist einfach zum Spaß haben perfekt. Du kannst hier... Aber ist doch... Höhe, ja? Du kannst hier so sein, ja? Du kannst hier in dieser Rille, kannst du so sein. Es ist super. Hier kannst du in der Mitte sein, alle um dich rum. Es ist überragend. Sehr detailliert, muss ich sagen. Es ist die Couch überhaupt. Aber habt ihr wirklich so eine... Event hier? Ja, und wenn nicht, ist es auch schön, mal Platz zu haben. Okay. So. Digga. Ja, stimmt, aber ich finde die Couch echt gut, Digga. Und jetzt hier geht's Große. Ab. Das ist die Bettwäsche. Das ist die Bettwäsche. Digga. Ja, ich hab ja. Hallo, das ist der Prototyp. Wenn du das siehst, Das ist eine Bonusigkeit, Digga. Ist das so? Nee, ich mach das, wenn ich dann schlafe, werde ich es wahrscheinlich wieder abziehen. Peter darf mit mir schlafen. Wobei, wenn ich schlafe, habe ich die Augen zu. Nein, ich find's schon cool, weil sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Was meinst du, aber wie viele nutzen das Kissen dann für was anderes? Ja, ich hoffe viele. Also ich kenne ja viele Damen, die sagen, ich will nicht, dass die Leute damit da noch reinmachen oder. Nein, die sollen mich ruhig zweckentfremden. Ich meine, das ist doch super. Warum habt ihr die sollen mich ruhig zweckentfremden. Hüp, Digga, die ist extrem wild drauf. Kamera, nur so? Ja. Für Charlie Sheen. Webcam? Machst du mit? Nee, es ist eher, wenn irgendwas hier drin passiert und Peter chillt im anderen Raum. Und schaut zu. Charlie Sheen, der hat's auch gehabt. Weiser Mann, weise Worte. Also falls gebumst wird mit jemand anders und du willst drüben gucken, ob alles rund ist. Ja. Nee, nicht nur Kontrolletti, sondern auch zum Vergnügen. Ach, okay. Aber es ist... Sharing. Also sorry, wenn jetzt Ron belästigt und ich sagen, bei mir hast du Bock. Dann muss ich entscheiden. Ron und ich? Okay, ja, nicht so. Der eine hat eine Fahne, der andere macht Jokes, ist halt schwierig, Digga. So, danke. Ron weiß ich nicht. Ah, okay, aber ist halt drin. Und hier ist direkt ein Badezimmer. Ja. Aber keine Toilette oder doch? Doch, um die Ecke. Also, aber du kannst. Frauen machen ja keinen Kacken. Nee, wir machen nur klein. Okay, aber das ist ja schick. Bist du eher Bade oder duschen? Dusche. Fällt dir was auf? Also jeden Morgen, weißt du, ich putze mir die Zähne. Spuck. Guten Morgen, Berlin. Und schau aus dem Fenster. Wo ist der Spiegel? Stimmt, warum hast du keinen Spiegel? Ja, es ist einfach hier. Es ist aber eine schöne Wohnung. So wohnt Malista Mia Julia. Ja.
Bist du zufrieden mit der Wohnung? Ist schon okay. Bist du traurig, dass... Digga, ich finde die Wohnung so heftig. Badezimmer, die Bodenfliesen fucken mich ab, bin ich ehrlich. Also die finde ich hässlich as fuck. Dass da kein Spiegel vor der Zähneputzanlage, lul. AKA Spüle, ist in Ordnung. Nervt, würde mich nicht so nerven, weil Mina ist auch ein Spiegel. Und ich muss nicht die ganze Zeit reingucken. Junge, der Typ, Digga, muss ich nicht, brauche ich nicht, tue ich nicht. Hast du Miete zahlt und nicht abzahlst? Ich würde gerne was Eigenes haben, aber... Nicht in Berlin. Ja, ich glaube nicht in Berlin. Ich bin halt echt so ein bisschen, ich brauche ein bisschen mehr Grün. Das ist mir zu, wenn ich da rausgehe, ist es halt Stadt. Ja. Und das überfordert mich manchmal ein bisschen. Das war's aus Mias Wohnung. Ihr könnt sie ja mal bewerten und die Miete raten. Oder schreiben, ob ihr schon auf dem Sofa wart. Ihr habt die Miete in der Lage locker 8. Weil da waren wohl schon einige Leute. Waren auch Promis? Das will ich dir nicht erzählen. Ja. Würde ich nicht Orgi erzählen. Orgi saß da schon. Orgi, okay. Ja gut, okay. Orgi saß das überall. Ist ja aber kein Geheimnis, weil das ist ja alles dokumentiert. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf YouTube, auf Instagram, TikTok und Link zum Album in der Videobeschreibung. Runterladen, hören. Und Spotify. Überall. Ja, das ist ja. Folgt mir auf Instagram. Tschö. Wöp, cooles Video, hat mir gefallen, actually. War funny. Hey, Aaron, Oma macht geile Videos. Und Wöp, die Kommi, wirklich, bin immer noch funny drauf. So, dann würde ich sagen, wir schon reingehauen und. Shit, nächstes Video am Donnerstag oder am Freitag. Muss ich gucken. Donnerstag vielleicht ein kleines Special-Video. Und dann würde ich sagen, tschüss.